Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Sven Eisenbeiner. Willkommen zum nächsten Video. Und zwar zum Bauvideo. So. Ja, wie ihr schon sehen könnt. Geht es heute um Busch, die Nummer ist 1500 in H0 Feldschuppen, und um dieses Teil geht es heute. Ich habe überall hier Licht angemacht und was weiß ich alles mögliche, weil es so dunkel da draußen ist, furchtbar. Ja, ohne Licht geht das ja schon gar nicht mehr. So, mal gucken, wo denn die Öffnung ist hier, liebe Leute. Ach, da ist ja wieder so ein Klebestreifen. So, wir öffnen mal das Paket. Was haben wir denn da alles so Schönes drin? Ja, ein schönes Papier auf jeden Fall. Kann man nochmal gebrauchen. So. Ja, das ist ein Lasercut-Bausatz. So sieht das Ganze aus. Lasercut. Mann. So. Lasercut-Bausatz. Und jetzt ja viele sagen, um Gottes Willen. Aber hier macht sowas Spaß. Guck mal, aus Echtholz. Das ist echtes Holz. Ja, das ist kein, was ich da, Müll. Das ist aus echtem Holz hier. Ja. Ah, ich liebe sowas. Oh, das riecht sogar auch noch aus echtem Holz hier. Ja. Herrlich. Das sind hier die ganzen Holzleiter und Türscharniere. Guck mal, gehen schon so raus hier. Sehr schön. Und wie kleben wir das natürlich? Mit Leim. Das ist ja logisch. Das ist ja aus Holz oder Pappe oder was auch immer alles hier. Die Dinger müssen raus hier. Ja, das sind so. Da kommen ja nachher diese Türen und sowas alles rein. Guck mal, geht ganz einfach raus mit dem Fingernagel da. Und zur Notmasse hier so ein Messer. Zack. Guck mal, ganz leicht. Hier kannst du eine Beleuchtung nachher einbauen. Deswegen ist dieser Kreis hier drin. Der ist gar nicht so groß, der Schuppen, ne? Ich dachte, der wäre viel größer. Oder bilde ich mir das nur ein? Vielleicht bauen wir den gar nicht mal auf der Platte auf hier. Das ist doch die Platte hier, die für den Boden hier, ne? Ich finde das ein bisschen groß, die Platte. Warum muss das so groß sein? Ich guck mal hier in der Beschreibung nach. Oder was ist das hier für eine Beschreibung? Oh, guck mal. Da sind ja noch einige Sachen drin hier. Ich guck ganz gerne in so ein Pro-Specken rein. Ne? Oh. Der fehlt mir noch, der Träger. Fortschritt hier. Oh, mach mal Licht an. Der fehlt mir noch. Der rote fehlt mir auch noch. Vielleicht finde ich sowas noch auf dem Flohmarkt. Nostalgie-Set. Das ist ja auch geil. Mercedes-Bus mit Borgward-Cabrio. Das hat ja auch was, das Set.
Boah, der Misthaufen ist gut hier. Könnte man sich auch noch irgendwo hinsetzen. So ein Misthaufen. Scheune mit großem Stall. Ah, die sind auch nicht ganz billig, die Gebäude, ne? Aber sie sehen schon richtig geil aus, muss man echt sagen. Der baut. Oder hier der Brunnen hier. Mit den Blumen hier. Da auch schön. Blumenampel drin. Wo ist es auf der anderen Seite? Okay, das ist nur das Busch-Gebäude-Modell. Aha. Das sieht geil aus, ne? Mit den Pferden da und den Schuppen da. Hat schon was. Buschheide, Kreis Sonnental. Authentisch, vielfältig, fertig koloriert, Echtholz. Jo, das finde ich das ganz schön, weil das aus Echtholz ist oder aus, ja, ich finde das optisch, sieht das richtig geil aus, wie ein echt auch. Guck mal hier, Notarztfahrzeuge hier, ein ganzes Set hier. Ja, hat auch was, ne? Mercedes, Audi, 2 Stück. Als Notarztwagen. Die haben schon was, die Dinger. Oder die hier. Einsatzfahrzeuge-Set. Mhm. Ich würde mal wissen, was dieses Set kostet hier mit dem Mercedes und so. Oder Rettungswagen hier. Wäre schon mal neugierig, aber den hätte ich ganz gerne hier. Fortschritt hier. Oder den hier. Rotorang, was? Wie heißt der? Belarus, okay. Rot-Orange ist das, okay. Kleingeräteunterstand hat auch was, ne? Könnte man so Kleingeräte unterstellen und sowas. Aber man muss auch immer den Platz dafür haben, ne? Ich bin am überlegen, wo ich diesen Schuppen hinbaue. ich weiß schon ungefähr wo, aber. Mal gucken, ob ich da den Platz auch dafür nehme. So. Gefällt mir. Das ist die Platte. Ups, Entschuldigung. Das ist hier die andere Platte. Die kommt hier vorne hin. Hier kommt die hin. Siehst du? Schon cool, ne? Ich finde so welche Bausätze geil. Frag mich nicht warum. Ich liebe es, mit Holz zu arbeiten und was ich. Hier auch dein. Warte mal, da andersrum gehört er. So, guck mal. Das brauchst du noch nicht mal großartig einkleben hier, wenn du das so siehst. Guck mal hier, ganz einfach rauszunehmen, zack, fertig. Also ich finde diese Bausätze mega. Guck mal, schon fertig hier fast. Brauchen wir nicht mehr großartig kleben. Nur zusammenstecken. Das macht Laune. Ja, ich klebe den aber trotzdem. Guck mal hier, schon fast fertig. Ja? Guck mal, dieses Loch kommt nachher in der Beleuchtung rein. Ja. Das hat doch was, ne? Den werden wir aber trotzdem Leim nehmen. Ich nehme immer dafür Pronal-Leim. Bin ich immer eigentlich bisher mit zufrieden gewesen. Entschuldigung, dass ich jetzt mal wusste. So ein Tröpfchen. Muss nicht viel da, muss ja nicht. Bombenfest sein. Ne? Soll ja nur halten. Ne, und dann ein bisschen drücken, zusammen drücken, und dann ist gut. Fertig aus, aus die Maus. Schon hell der Kram. Machen wir mit der anderen Seite auch.
Das ist genial, dass ihr so welche Bausätze. Soll mal einer sagen, das ist kompliziert. Wo ist denn das da kompliziert? Ja, aber jeder hat so seins, ne? Der eine mag lieber das und der andere lieber das und der andere jenes. Das ist genauso wie einer, der gerne alles neu kauft an Eisenbahnen. Und ich kaufe lieber gebraucht. Ist ja so. Aber das ist doch jedem selbst überlassen, ne? Aber ich sag gerne meine Meinung zu dem ganzen Kram Thema. Ich will ja niemanden eingreifen oder was ich. Nur für meine Verhältnisse sage ich mir, Leute, warum muss ich das neu kaufen, wenn ich das Gebrauch genauso geil und gut finde? So, dann machen wir mal ein bisschen runter hier. So, dann könnt ihr das auch besser gucken, ja? Guck mal hier, schöner Bausatz hier. Macht richtig Laune oder sowas. Und die Teile kann man schon wieder aufbewahren, eigentlich so eine Kiste draus basteln. Guck mal hier, dann klebt man die Dinger zusammen. Oder hier, das runde Ding zum Beispiel einen Tisch draus basteln. Guck mal her, man muss nur Ideen haben, eine Tischplatte. Und die Dinger könnte man eigentlich als Hölzer nehmen. Feuerholz. Man muss sie nicht unbedingt wegschmeißen, die Teile. Hier auch, das Ding. Die Stücke, die du da, ne? Oder hier, das Teil, das kann man auch zum Beispiel nehmen, in der Mitte nochmal trennen. Türen draus basteln oder wie auch immer. So. Kommt die Dinger jetzt hier oben rauf oder wie kommt? Ach, das kommt als Bodenplatte hier rauf. Ich habe keine Beschreibung, ne? Oder ist hier auf der Rückseite eine Beschreibung? Ach, das ist bestimmt hier dran in der Beschreibung, oder? Ah, sag das doch gleich. So. Guck mal, dann kommt das da rein. Ja, Entschuldigung, dass jetzt immer auch mal so flimmert hier, das Licht hier, ne? Ist manchmal so komisch, ne? So. Aha. Alles Kleber verwenden. Warum muss ich denn alles Kleber verwenden? Brauche ich doch gar nicht. Jetzt frage ich mich gerade. Ach, das sind die Dächer hier. Guck mal. Ich finde die Hütte geil. Kannst du sagen, was willst. Ich finde die Hütte echt mega. Da kommt die Bodenplatte, also. Bodenplatte also da rein. So. Deckel rauf, Klappe zu, aber tot. Das macht doch Laune schon wieder hier, oder nicht? Ein kleiner Bausatz? Also. Guck mal, das ist doch schon die Bodenplatte. Was soll ich denn da noch mehr Bodenplatte nehmen? Verstehe nicht. Denn das soll eigentlich die Bodenplatte sein. Hier, guck mal an, wie groß sie ist. Blut kann ich mir zurechtschneiden. Aber die Pappe kann ich noch für andere Sachen verwenden. Muss ich doch gar nicht dafür verwenden, oder? Nicht wirklich. Die lege ich mal beiseite. Denn das ist ja ein bisschen, finde ich persönlich, so ein bisschen blöd oder albern, aber jeder kann das natürlich als Bodenplatte nehmen, darauf kleben, aber will ich gar nicht. Guck mal, jetzt müsste ich ja noch mal ein Loch bohren extra dafür. Nö, machen wir nicht. So.
Kann man das ja außer raus bringen, wollte gerade sagen, das geht wahrscheinlich nicht. Beinahe. Beinahe. Das war knapp. Boah, Schwein gehabt, ey. Das war wirklich knapp, da. Hätte nicht viel gefehlt. Guck mal hier. Sieht doch geil aus, die Hütte. Oder was meint ihr? Sieht nachher richtig gut aus. Schöne Holz, oder? Holzschuppen hier. Finde ich schön. Gefällt mir. Jetzt werden wir hier nochmal ein bisschen Leim ankleben. Ja, nicht viel. Soll ja nicht hier, was weiß ich was. Weil da könnte man unten auch noch am Boden nochmal machen. So. Leim, da muss er weg. Das sieht nachher unmöglich aus. So. Gut, gefällt mir schon mal richtig gut. Oh, schöner Schuppen. Ich finde den Bausatz genial, muss ich ehrlich sagen. Das macht mir wieder richtig Spaß und Laune, so ein Bausatz. So, gehst du da raus und dann kommen die Dinger hier an den Seiten hin. Oh, ja, mal aufpassen, dass man nicht hier irgendwas kaputt bricht. Das geht eigentlich ganz leicht, wenn man das will. Ja, könnte man auch jetzt mit dem Messer machen, aber... Oh. So. Guck mal, keine Probleme. Du kannst es gleich kleben, diesen Bausatz hier. Also der macht Spaß. Hätte ich mir bloß noch mal einen zweiten Schuppen gekauft. Für 9 Euro. Ja. Weiß ich was. Für 9 Euro den Schuppen. Ist auch spottbillig gewesen. Günstig. Ich weiß nicht, was er sonst so kostet. Aber über 10 Euro bestimmt. Denn diese Lasercut-Bausätze sind nun auch nicht ganz billig, ne? Mega, das sieht doch richtig gut aus. Leute, das gefällt mir richtig gut, der Bausatz hier. Ich sage ja, kauft euch den Bausatz her, der macht richtig Laune. Super einfach. Auch für die Leute, die Laserkanten überhaupt nicht mögen. Super einfach. Super einfach. Guck mal hier. Ist ja schon fast fertig, die Hütte hier. Guck mal, jetzt noch die Dächer darauf. Das ist doch schön. Also so ein Bausatz macht mir persönlich Spaß. Andersrum?
Guck mal an, das ist doch mega cool, die Hütte hier. So, ein bisschen wieder verstreuen hier. Leim ist ja ganz einfach wieder wegzukriegen, ne? Hat man aber mal so einen Kleber, ne? Den Kleber. Das ist immer manchmal so Klebereste, ne? Und manche können ja gar nicht kleben. Wenn ich gewisse Bausätze dann manchmal auf dem Flohmarkt finde, denke ich, hallo, geht's noch? Was ist denn so von... Habe ich das verkehrt rum gemacht? Kann ja mal passieren. Oder doch nicht? Ah, vielleicht doch nicht. So. Ja, das sind auch mir passieren Fehler, ne? Ist ja nicht so, dass ich fehlerfrei bin. So, guck mal hier. Perfekt, Alter. Die Hütte sieht doch mega aus, ne? Guck mal an. Jetzt kommt das Dach dann noch rauf. Ich hoffe, wenn man das hier mag. Ja, manchmal viel hilft oder wie auch immer. So. Mal ungefähr in der Mitte hinsetzen, ne? Dass es auch vernünftig auf beiden Seiten Abstand hat. Das Dach. Oh, ey, der Bausatz macht mir richtig Spaß und Laune. Leute, das ist ein schöner Bausatz. So einen kleinen Feldschuppen kannst du immer überall hinsetzen, ja? Neben Bauernhaus, was weiß ich, neben einem anderen alten Fachwerkhaus, als Unterstand, was weiß ich, keine Ahnung, für Motorräder oder was, kannst du alles machen. Oder ein alter Trecker, der da drin steht. Ja. Schön. Schöner Bausatz. Der macht mir richtig Spaß. So, dann haben wir denn noch hier Türen. Das wird so richtig fummelig, die Türen. Upp. Ich mag ja so welche Tüten immer nicht, die total zugespreit sind. So, mal gucken hier. Da sind die Türen drin. Guck mal, hier sind die Türen. Ach, da oben sind noch. So muss man doch mal ein kleines Messer nehmen, ne? Weil die Dinger sonst rausbricht ja aus Versehen und dann sind die kaputt. Ist so. Gerade bei diesen Türen hier. So, kann man auch eigentlich noch verwenden. Für Holzlager. Wenn du ein paar Bretter noch raussägst, komm hier. So, komm hier. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt kommen diese Türen da rein. Warum gehören die denn? Aha. Okay. Schon drin. Das wollte ich ja noch nicht, aber gut. Jetzt brauchen wir mal
Ein Tröpfchen nur. Weil wir wollen ja nicht die ganze Tür einkleistern und Müll da machen. Wir wollen ja nur ein bisschen an der Kante her, dass sie ein bisschen haftet. Soll ja kleben, nicht? Ja, du warst schon. So. Guck mal, zack, kommt die Tür da rein. Auf der anderen Seite auch. Für dieses Bastelvideo habe ich ein bisschen eine ruhige Musik mal integriert, wollte ich gerade sagen, ausgesucht. Und nicht für Halligalli. Machen wir ja Ruhe basteln, ne? So, dann kommt die Tür da auch noch rein. Perfekt. Und diese Türen, die können wir nachher aufklappen hier, ne? Aber das wird nicht so einfach. Das wird nicht so einfach. So. Dafür ist wieder ein Seitenschneider gut. Wie viele kommen denn da rein? Da kommen keine 6 Stück rein, oder was? Da kommen doch noch 4 Stück rein, oder? So. Das sind nämlich die Dinger nachher, die die Tür halten sollen und auf. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Leim ran. Ja, die sollen ja halten und dafür ist eine Pinzette ganz gut, weil dann hast du den Ärger nicht. Andere Scharnier. Ups. Man sollte die möglichst nicht durch die Gegend fliegen lassen. Dann habt ihr auch nachher Ärger. Oh, Scheiße. Es ist reingefallen. Gut, dass es da reinfällt und nicht da draußen irgendwo. Komm schon, geh da rein, Mensch. Da ist auch ein Loch, du Blöde. Das ist manchmal Fummelarbeit. Dem Sprengen. Aber es geht auch, guck mal her. Schon ist er drin. Ein bisschen vorsichtig und ein bisschen mit Liebe. Ja, dann geht das auch, ne? Ich liebe so welche Bausätze. Auch wenn das ein bisschen Fummelarbeit ist mit den Türscharnieren hier und sowas, aber das macht wieder richtig Spaß und Laune. So. Gehört das auch, ne? Warte mal, wo habe ich denn meine Beschreibung hier? Jo, die Scharniere gehören so, nicht andersrum. Würde die Tür einmal runterfallen. So, jetzt habe ich mit der Lampe gewackelt. Passt doch, geht doch.
Muss nur wollen. Scheiße. Frosch im Hals. So. Guck mal hier. Das sieht doch gut aus hier. Ja, diese kleinen Tür. Scharniere da. Komm da rein. So. Das macht. Also mir macht das sowas Spaß, weil. Ja. Das ist wieder ein Hingucker auf der Anlage ist, ne? Ach so, solche Türen gibt es auch. Die daran. Ja, man kann hier verschiedene Dinger hier irgendwie anbringen, hier, so wie das aussieht. Ja. Guck mal, passt. So sehen die Scharniere aus von der Türen her. Ja, ein bisschen Fummelarbeit, aber das macht Spaß. Mir macht sowas Spaß, weil. Gut, hätten sie auch aus Metall machen können, hier die Scharniere. Aber ich glaube nicht, das kriegen sie, glaube ich, nicht mit dem Drucker oder was weiß ich. So. Ding, 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 ding. So, das macht also das ist wieder so ein Bausatz. Ja, da würden einige jetzt wieder ausflippen und sagen, oh Gottes Willen. Ach, immer Ruhe bewahren. Immer Ruhe. Das stresst ja keinen einen, ne? So, tada. So ein bisschen Leim da dran. So, wegmachen da. So, das sieht schon mal gut aus. Da ist auch noch ein bisschen Leim. Auch mal wegmachen. Upp. Und jetzt kommen da diese Türgriffe ran. Die werden, das ist noch mehr Formelarbeit, die Türgriffe. Habe ich schon mal so welche Dinger hier weggeschossen. Ja, aber das ist auch wieder sowas da. Was Laune macht hier. Wenn man Blumen kleben kann, kann man sowas erst recht kleben. Ja? Das ist ein bisschen Fummel, aber mit den Türgriffen, ne? Aber es geht, also es geht auch. Muss nur Ruhe bewahren, ne? Und nicht rumzittern. So, guck mal an, ja, die Türen hier. Ja? Jetzt hängen wir die da ein.
Zack. Guck mal, ist das nicht schön? Jetzt kann man die auf und zu machen, die Dinge. Oder auch ne, warte mal. Dann vielleicht noch mal ein bisschen biegen. So, geht auch. So. Jo, gefällt mir richtig, richtig gut, der Bausatz. Aber ich werde die wahrscheinlich so offen machen, hier diese Türen. Und da irgendwie so einen Träger oder was ich da reinsetzen. Denke ich mal, hier kommen die Leiter noch irgendwie ran. Die ist auch aus Plastik. Hätten sie auch mal aus Holz machen können. Tja. Kommt aber später nochmal hier ran, die Leiter hier. Muss ja jetzt nicht sofort sein. Ja, das war's mit dem Bausatz. Und zwar ist das die Nummer. Nochmal aus Echtholz vom Busch. 1500 Feldschuppen. Hatte ich für einen Sonderpreis für 9 Euro bekommen. Ich weiß nicht, was er sonst kostet. Ab 10 Euro aufwärts bestimmt. Laser-Cut-Bausatz ist auch nicht billig. Ja, wie gesagt. Das ist der Stand der Dinge. Und das ist der kleine Bausatz hier. Schöne Feldschuppen. Mir gefällt der richtig, richtig gut. Ja. Das ist auch wieder so ein Hingucker hier, so ein Feldschuppen. Ja, ich werde die Bodenplatte da nicht hin unterkleben. Guck mal, kann ich hier noch eine Lampe reinsetzen. Dementsprechend mal gucken. Wenn ich das will. Ja. Vielleicht eine Mikrokabelbirne oder sowas mal einsetzen. Mal schauen. Oh, der riecht auch aus echtem Holz hier, ne? Sagen wir. Ich mag sowas gerne riechen. Warum nicht? So. Und dann kann man die Türen hier auf und zu machen. Ja, besser geht's doch aber nicht. Ich finde, der hat was. Der Schuppen. Ja. Ein Hingucker. Ja. Könnte man jetzt auch nochmal. Aber ich finde, den braucht man gar nicht altern. Der ist schon so alt. Ohne Witz jetzt mal. Was will man da noch altern? Ja. Ja, gefällt mir richtig gut, der Schuppen. So. Gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video und dann, bis dann, euer Sven Eisenbahner. Tschüss, tschüss.